Letzte Saison konnten sie den Titel nicht gewinnen. Umso motivierter werden sie heute zum Saisonauftakt sein. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. David Alaba spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Dedic. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Goretzka. Kimmich. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Klasse Zuspiel. Coutinho am Ball. Klar, dass sie vorne heute vor allem Robert Lewandowski suchen werden, oder Buschi? Herr Wolf, ein absoluter Ausnahmestürmer. Auf seine Torjägerqualitäten wird es heute ankommen. Da trennt er ihn vom Ball. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Odriozola. Er bleibt mit einer Zerrung liegen. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Gute Chance für eine Flanke. Kimmich. Goretzka. Kimmich hat ihn wieder. Und jetzt Lewandowski. Kimmich. Ballverlust. Kimmich. Serge Gnabry. Gefährlich! Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Serge Gnabry. Kimmich! Klasse dazwischen gegangen. Wie siehst du sie, die Bayern, im heutigen Spiel, Buschi? Ja, das Ding müssen sie eigentlich gewinnen. Ganz klarer Favorit in meinen Augen. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Odriozola. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Coutinho. Da kann er ihn stoppen. Fabian Koch. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Tolles Zuspiel. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Goretzka. Lewandowski. Coutinho. Spiel zurück auf Lewandowski. Fabian Koch. Der Fußball ist ja durchaus nicht ohne Kritiker. Stichwort Ticketpreise, Stichwort Kommerzialisierung. Aber das Herz des Fußballs schlägt stärker denn je. Und der beste Beweis, Wolf, ist diese Stimmung hier. Hört ihr das mal an, was die Fans veranstalten? Der Fußball ist heute wichtiger denn je. Jetzt der Ballverlust. Er holt sich den Ball. Coutinho jetzt am Ball. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Gnabry. Kimmich.
Serge Gnabry. Lewandowski. Was macht er draus? Kann er was draus machen? Jetzt die Möglichkeit. Das war knapp. Coman. Die Bayern im Vorwärtsgang. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Gnabry. Lewandowski. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Das wird hier Ecke geben. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Fabian Koch. Alaba. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Goretzka. Jetzt nochmal die Bayern. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Kimmich. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt. Wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Ecke Bayern. Gute Chance, hier den Führungstreffer zu machen in dieser Begegnung. Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Alaba. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Kimmich führt aus. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Ecke kommt von Kimmich. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Von Robert Lewandowski. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Fabian Koch. Sie holen sich den Ball. Goretzka. Das könnte eine Gelegenheit werden. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Chance zur Führung. Goretzka. Den hat er und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Aber davor die Parade, die war natürlich sensationell. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Könnte gefährlich werden. Klasse Pass. Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Ballverlust Bayern München. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und jetzt stellt hier die Heimmannschaft auf Pressing um.
Sie sortieren sich neu und erhöhen Perisic. Da kommt er raus und hält den Ball. Sie hatten sich deutlich mehr erhofft, aber wir sehen es ja am Ergebnis. Wir sehen es an diesem Spielstand. Man muss seine Überlegenheit auf dem Papier auch in Chancen und in Tore umsetzen. Sonst macht man es sich selbst schwer. Und das erleben Sie heute. Coman. Lukas. Goretzka. Kimmich. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Robert Lewandowski. Der Steilpass von Perisic. Leon Goretzka. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Fabian Koch. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt haben Sie den Ball wieder. Ist noch alles ausgeglichen, aber die Bayern-Fans hoffen weiter auf den Spiel. Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie. Fängt diesen Ball ab. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Gut verteidigt. Der FC Bayern wieder am Ball. Wird das seine Torchance? Perisic. Lewandowski, den muss er machen. So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Weg ist der Ball. Perisic. Lewandowski. Ivan Perisic. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Der Ballverlust. Goretzka. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Perisic. Coman. Ivan Perisic am Ball. Klasse gemacht. Stark geblockt. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Nur noch wenige Momente zu spielen und die Bayern spielen nochmal nach vorne. Gefährlich! Ganz energisch. Gut gemacht, gutes Tackling. Ball kommt in die Mitte. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Parade Neuer. Und der Unparteiische beendet die Partie. Man trennt sich unentschieden. Heute das erste Duell und immerhin haben sie hier einen Punkt gewonnen. Zwischenzeitlich war vielleicht sogar der Sieg drin, aber im Großen und Ganzen dürften sie zufrieden sein. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Also für seine Verhältnisse doch eher ein schwaches Spiel, keine Tore von ihm. Im Angriff, wenn wir ehrlich sind, fast kein Faktor bei diesem Unentschieden.
kann er was draus machen. Das war knapp. Ich glaube, das wird hier eine sehr ausgeglichene Partie. Beide punktgleich in der Tabelle. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. David Alaba spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Kingsley Coman steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Kimmich. Lewandowski. Ja, vielleicht die Führung jetzt. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier. Robert Lewandowski! Die Bayern mit dem Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Oh, das war eine grenzwertige Situation. Könnte gelb geben und das so früh in der Partie. Da verlieren sie den Ball. Guter Vorstoß, kann was werden. Was macht er draus? Klasse Pass! Schöner Pass. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Natürlich eine gute Gelegenheit jetzt. Solche Chancen sollten sie nutzen. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Dedic.
Alaba. Coman. Perisic. Spielt den Ball wieder zurück hier. Coman. Goretzka. Perisic. Kimmich. Gnabry. Odriozola. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Da haben die Bayern Platz. Die Möglichkeit zu flanken. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Goretzka. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Junge, war das knapp. Ja, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Und jetzt wieder die Bayern. Sie gehen jetzt auf Abseitsfalle. Das kann ein sehr effektives Mittel sein, wenn sie es gut spielen. Ja, könnte was werden. Tedic. Tor, alles offen. Dass sie hier so gut mithalten, damit hätte doch keiner gerechnet. Richtig gut. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwäche der Defensive. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Das könnte die Chance werden. Kimmich. Goretzka. Sie unterstützen gut. Perisic. Perisic. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben wir das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Nicht wirklich überraschend, dass der FC Bayern hier führt. Coman. Die Bayern über die Seite jetzt. Goretzka. Super dieses Zuspiel. Lewandowski mit der Chance. Geklärt, Ball geht ins Tor aus, gibt Ecke. Ecke kommt von Kimmich. Kommt jetzt die Flanke rein? Lukas. Serge Gnabry. Ivan Perisic. Hauchdünn ist die Führung in diesem ersten Spielabschnitt. Wie schätzt du die Geschichte hier ein, Buschi? Bislang dürfen die Bayern zufrieden sein. Das ist alles sehr vielversprechend, aber noch sind sie nicht durch. Das kann alles noch kippen. Sie müssen auf der Hut bleiben. Einwurf für die Bayern. Und Lewandowski. Jetzt haben sie den Ball verloren. Macht er gut. Und das ist der Ballverlust. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf.
Goretzka. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde. Der zweite Durchgang läuft. Anstoß vom FC Bayern. Odriozola. Gnabry. Schöner Spielaufbau jetzt. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Klasse Pass! Ah, ärgerlich. Ballverlust. Perisic. Ivan Perisic kommt. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Lewandowski. Und da kommt er an den Ball. Ballverlust. Ivan Perisic. Sie können erst mal klären. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Fabian Koch. Da geht er gut in den Zweikampf. Perisic. Lewandowski jetzt. Goretzka. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Perisic. Was für eine Aktion. So gerade. Gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ecke jetzt für Bayern München. Kimmich führt aus. Sie bekommen den Abstoß. Odriozola. Kimmich. Lewandowski. Fünfmal hintereinander ist Robert Lewandowski mittlerweile Polens Fußballer des Jahres geworden. Es ist Wahnsinn und irgendwie natürlich auch Belohnung dafür, dass Lewandowski wirklich seit Jahren konstant auf höchstem Niveau spielt. Odriozola. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Kimmich. Lewandowski. Goretzka. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Der Ball ist drin. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit 2 Treffern in Führung. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1.
Das könnte was werden. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Lukas. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Ball für das Bayern München. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Könnte jetzt was werden. Jetzt ist es gefährlich. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Er schirmt den Ball ab. Odriozola. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Perisic. Lewandowski, ein seltener Gast in dieser Spielfeldregion. Sehr aktiv. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Kann er was draus machen? Den Ball holt er, gut verteidigt. Coutinho, exzellentes Zweikampfverhalten. Das ist ein Foul, Freistoß. Jetzt wollen sie den Gegner überraschen. Jetzt haben sie den Ball. Da haben die Bayern Platz. Sie gehen mit einer deutlichen Führung in die Schlussphase, Buschi. Wie siehst du die Partie im Moment? München wird dieses Spiel vermutlich gewinnen. Und das zu Recht. Es ist ein klasse Auftritt der Bayern. Jetzt vielleicht. Kein. Die Bayern machen das Tor. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Jetzt müssen sie aufpassen. Toller Pass. Gefährlich. Er verliert die Balance nicht. Gute Körperbeherrschung. Gute Stimmung hier im Stadion. Die Fans scheinen Spaß zu haben. Ja, das hört man ja. Und das kann die Spieler natürlich noch mal extra motivieren. Den Zweikampf führt er sehr gut. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist vorbei. Sie verlieren das heutige Spiel. Was waren die Gründe aus deiner Sicht? Na, zum einen natürlich mal ein starker Gegner. Dann war es nicht ihr bestes Spiel. Da kommt immer ein bisschen was zusammen, Wolf. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon. Robert Lewandowski! Die Bayern mit dem Tor. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner.